hat gesagt, in 100 Jahren gibt es hier nur noch Moslems. Haben Sie doch auch gelesen, oder? Ja, in 100 Jahren, weil die Deutschen sterben da aus. Und die Moslems, die vermehren sich wie die Moslems halt. In 100 Jahren noch Moslems. Beunruhigt Sie das? Mich entspannt das total. Seitdem ich das weiß, mache ich mir keine Sorgen mehr um Umwelt, Atommüll, ist mir alles scheißegal. Da sollen sich doch in 100 Jahren die Moslems drum kümmern. Nach uns die Sintflut. Man kann auch sagen, durch uns die Sintflut. Denn andere Experten sagen ja, wenn wir unsere Lebensweise nicht radikal umstellen mit unserem riesigen Energieverbrauch, wenn wir das nicht endlich ändern, dann wird der Meeresspiegel derart steigen, da gibt es auch Prognosen, in 100 Jahren sind beide Teile von Deutschland unter Wasser. Und jetzt fasse ich die Prognosen mal kurz zusammen. Wie sieht Deutschland in 100 Jahren aus? Überall Moscheen und die stehen unter Wasser. Die übrig gebliebenen Deutschen haben vorgesorgt, Fett schwimmt oben. Und die Moslems, die werden dann vielleicht ins Grübeln kommen, ob es vielleicht doch ein Fehler war, die Töchter vom Schwimmunterricht abzumelden.